So. Transhumanismus, die Angst vor der Überbevölkerung. Den Begriff dafür hat ich jetzt nicht gefunden, so schnell. Aber wir sind schon sehr... Deutschland ist sehr privilegiert. Vom Raum und Platz, um sich, sag ich mal, ein eigenes Heim zu bauen. Mein Gott, leben wir in großen Wohnungen in Deutschland. Hut ab. Ich glaube, hier gab es kein Portal. Wir müssen weiter. Kristalldurchgang. Beim Frostfluss unter dem Kristalldurchgang. Ja, ihr habt natürlich Schutz gegen Frost. Das heißt, ich müsste jetzt genau Level 30 sein. Dann könnte ich nämlich die 30% Abzug von Frostschutz zum Beispiel bei Gegnern als passive Fähigkeit, das wird schon viel bringen hier. Geografisch liegen wir gut. Ist halt auch ein bisschen, ne, Bevölkerung hat sich in Europa angesiedelt, weil Afrika Kacke wurde. Die Mutigen, die früher gesagt haben, oh, Afrika hat sich bei der Eiszeit vor 20.000 Jahren vergewandelt, als sie vorbei war und Europa wurde attraktiver, dann wandern wir mal lieber weg. Ich glaube, es war vor 20.000 Jahren. Ab da hat sich der Kontinent Afrika einfach gewandelt durch Klimaveränderung. Kann auch vor 12.000 Jahren gewesen sein. Kann auch sein, dass das unterschiedliche Zeiten immer wieder geschätzt werden. Aber ich weiß noch, wegen der Spezies Homo habe ich letztens noch was nachgelesen gehabt, weil ich wissen wollte, wie lange die Entwicklung des Homo sapiens gedauert hat. Und das waren nämlich 15 Millionen Jahre. Wenn man halt Menschenaffen und sowas mit einbezieht. Und da war nämlich auch drin, dass vor 20.000 Jahren, also beziehungsweise der moderne Mensch 80.000 bis 100.000 Jahre und vor 20.000 Jahren die Völkerwanderung nach Europa, langsam aber sicher. Also dass auch hier immer mehr wurde, der Neandertaler langsam ausgemerzt. Beziehungsweise soll ja mehrere Menschenarten gegeben haben. Und wir waren einfach das beste Modell, was sich evolutionär durchgesetzt hat dann. Ich glaube, Dinosaurier haben 260 Millionen Jahre dominiert. Und das sollte der Maßstab sein. Also wenn, dann sollten wir wenigstens so lange durchhalten wie die Dinosaurier.
bin ich ein bisschen irritiert, weil ich die ganze Zeit Schaden bekomme. Ich weiß nicht, woher. Ist das durch diesen... durch den Buff von den... von den Huren? Sie heißen wirklich Huren. Ich habe nachgesehen. Ist schon witzig, ne? Früher die Wiege der Menschheit, heute die Kloake der Menschheit. Leider. Deshalb, nichts bleibt gleich. Hast du mal von dem Kontinent Mu gehört? Meines Erachtens... ich hoffe, es kommt nicht irgendwas Aluhut-mäßiges. Ich weiß nicht, wie es... also ich weiß, dass unsere Kontinentalplatten sich wieder so schieben werden, dass die Kontinente irgendwann wieder vereint sind in der Menschheitsgeschichte, also beziehungsweise in der Geschichte des Planeten. Aber ich glaube, dass dieser Kontinent dann nicht Mu heißt. Das war ein anderer Name. Die Menschheit will sich selbst auslöschen. Hm. Der Vorteil ist einfach, dass du, also es ist kein Vorteil, aber der Mensch selbst ist so fantasiereich inzwischen geworden, dass du einfach, dass er sehr gut daran ist, schon aufzuzählen, wie wir letztendlich sterben können. Aber es wird halt nicht berücksichtigt, dass der Mensch auch sehr, sehr schlau sein kann, um sich halt den Gegebenheiten anzupassen. Aber unser Bild aus, wie soll man sagen, aus Film, Fernsehen und Geschichte spiegelt halt immer das wider, dass wir uns selbst erstmal selbst, also uns töten im großen Maße, bevor wir irgendwas abwenden können. Und ich glaube, dass wir letztendlich schon viele Problemstellungen einfach dadurch, dass es immer ein paar Leute gibt, die ziemlich schlau sind, uns vor viele Sachen retten können.
Danke, El Horshi, für deinen Twitch Prime. Vielen Dank. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Definitiv. Chat sagt, ich soll mich strecken. Kannst ja mal selbst recherchieren. Es soll ein Content existiert haben, der untergegangen ist vor etlichen 10.000 Jahren. Interessantes Thema, wenn du mal Zeit und Langeweile hast. Atlantis also so gesehen. Also das wahre Atlantis, was dann anders benannt wurde. Ist aber nicht unwahrscheinlich. Du kannst ja durch... Ah, das ist der Wegpunkt. Verdammt! Die Aret-Hochebene hat ja doch einen Teleporter. Vollkommener Quatsch. Ja, es ist halt nicht möglich, das nachzuweisen. Da die Tektonik sich halt bewegt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ist der Frostfluss. Ist aber genau dasselbe Problem. Ja, auf dem Planeten wird es noch schwieriger nachzuweisen. Das ist nicht die Sache, wie wir haben irgendwo noch einen geheimen Planeten. Weil das kannst du ja aufgrund der Gravitationsbewegung, also das Wirken der Planeten untereinander, kannst du das ja merken, ob noch ein weiterer Planet irgendwo wäre, der wirklich ein Planet ist. Das wurde ja Gott sei Dank irgendwann widerlegt. Hält sich aber immer noch tapfer. Ich werde jetzt mal sagen, in der Aluhutwissenschaft. Das ist immer witzig, bei der Religion wird sich drüber lustig gemacht, aber meinen Kontinent oder eine hübsche Verschwörungstheorie und alle glauben daran. Naja, Jesus gab's wirklich. Ungünstig, ungünstig!
Ich bin mir sicher, dass du ein Bild von Gott malen kannst. Und dann tötet er dich mit seinem göttlichen Finger, indem er auf dich drauf tippt, weil du kein Abbild von Gott machen sollst. Das ist der Grund, warum in den Simpsons-Folgen Gott nie ein Gesicht hat. Die haben sich geweigert, ein Abbild von Gott zu machen. Tja. Man sieht nur den unteren Bereich von Gott. Ab Hals abwärts. Das hilft ja nichts. Du brichst auch nochmal eine, die plus Verteidigung macht. Da wir einen YouTube-Link hier teilen über das wahre Atlantis und dessen Standort, ich glaube, das können die Leute auch googeln. Wenn sich jemand dafür interessiert, wird er auch Atlantis so finden. Gab's da nicht mal einen Disney-Film zu? Dramatische Musik. Da müsst ihr Zeitmaschine erfinden und gucken, was passiert. Nein. Das heutige Paradoxon, was man sieht bei der Zeitmaschine, hat damit zu tun, letztendlich, du kannst wahrscheinlich nur so weit in der Zeit zurückreisen, bis die Zeitmaschine erfunden wurde. Weil die Zeitmaschine muss in dieser Zeit wahrscheinlich existieren, um dann letztendlich auch wieder in seine eigene Zeit zurückreisen zu können. Dass du aber irgendwie ein kleines Gerät an dir selbst dran hast, um durch die Zeit zu reisen oder sowas, sehr unwahrscheinlich.
Ich glaube, du willst sagen, ob die Antarktis in Zukunft bevölkert wird. Nein. Es gibt dafür keinen guten Grund, weil die Antarktis immer noch ein rüder Ort ist. Aber die Antarktis wird dementsprechend ausgeschlachtet mit seinen Wertstoffen, was man sich früher halt nicht vorstellen konnte. Weil einfach da so viel Permafrost war, dass du überhaupt nicht an die Bodenschätze rankamst. Aber Gott sei Dank hatte der Mensch eine gute Idee. Wir haben einfach ganz viel Treibhausgase erzeugt und kommen jetzt daran und können glücklich sein. Vor allem, weil die Antarktis der Menschheit gehört. Aufgrund eines früheren Beschlusses. Und jetzt plötzlich ist sie doch wertvoll für Leute. Marv, es wird Zeit, ins Bett zu gehen für dich. Du erzählst mir zu viel Unsinn. Spektralschlag. Noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was er immer das Ding hier sucht. Ich glaube, ich werde den fünften Akt heute nicht mehr ganz schaffen. Ich glaube, mir fehlt da heute ein bisschen die Energie noch zu.
Ja, das denke ich auch, dass ich bis 5 durch sein könnte. Schön, euch zu sehen. Aber da fällt mir ein, sowas will ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie ein Bekloppter durchrennen. Ich rette jetzt noch die Dame. Schon wieder fast ein halbes Level voll. Bei EP, ey. Akt 5 ist einfach Goldgrube, ey. Für EP, es ist so super. Immun gegen Kälte, super. Gelbes Juwel. Benötige Stufe 37. Hol dich gleich raus. So kalt, edler Held. Nilatak hat mir das angetan. Falls ihr gekommen seid, mir zu helfen, liegt meine einzige Hoffnung bei Mala. Bitte sagt ihr, dass ihr mich gefunden habt. Kalt, edler Held. Nilatak hat mir das angetan. Falls ihr gekommen seid, mir zu helfen, liegt meine einzige Hoffnung bei Mala. Diese Schlange Nilatak steckt hinter Anyas Verschwinden. Und er hat sie mit einem Eisfluch gefangen. Hier, bringt Anya dieses Elixier und gebt es ihr. Das müsste sie befreien. Danke, sehr aufdringlich. Und wenn ich das einfach behalte, für mich, für ewig, für immer und ewig. Ja, wahrscheinlich ist das Elixier gar nichts wert.
Gletscherweg. Verdammt, bis dahin muss ich noch spielen. Hab Dank, jetzt bin ich heiß wie vorher. Witzig, wie alle einfach Town Portals haben. Habt vielen Dank, dass ihr uns Anya zurückgebracht habt. Als Zeichen meines Dankes habe ich diesen Zauber gewirkt, der eure Widerstandskraft steigert. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber vielleicht kann es euch nützlich sein. Bitte geht und redet mit Anya. Sie hat wichtige Neuigkeiten über Nilatak. Ja, die Frage ist es nur, wo steht die denn? Da. Ihr habt mir und meinem Volk gezeigt, dass ihr ein wahrer Held seid. Dies sind dunkle Zeiten, Krieger. Ich hoffe, ihr könnt Baals Schreckensherrschaft beenden. Unser Ältestenrat, dem auch mein Vater Aust angehörte, ist nicht mehr. Nur die Aussicht auf Rache an Baal hat uns vor völliger Verzweiflung bewahrt. Habt Dank, edler Held, dass ihr mich gerettet habt. Als Zeichen meiner persönlichen Dankbarkeit gebe ich euch dies. Ich habe es von Lasuk eigens für euch anfertigen lassen. Nilatak sagte mir, er habe mit Baal einen Pakt zum Schutz von Harugard geschlossen. Als Gegenleistung für die Gnade des Dämons will der verblendete Narr Baal das Relikt der Urahnen geben, unser heiligstes Totem. Damit ermöglicht er Baal, den Berg Ariad unbehelligt von den Urahnen zu betreten. Ich habe versucht, Nilatak aufzuhalten, aber er hat mich in dieser Eisgruft eingesperrt. Nilatak muss aufgehalten werden, bevor er die ganze Welt dem Untergang preisgibt. So gerne ich ihn zu Tode würgen würde, ich fürchte, mir fehlt die Kraft dazu. Ihr müsst durch dieses Portal, das ich geöffnet habe, in sein Lager eindringen, ihn besiegen und das Relikt der Urahnen zurückbringen. Lasst Nilatak nicht zerstören, was wir seit Äonen beschützen. Ja, dann kann ich das doch an der Stelle gut beenden. Was braucht ihr? Bestimmt auch. Ach nee, 14.000. Vor allem fügt Feuerschaden hinzu, plus 3 Feuerwand. Keine Lust, Sachen zu verkaufen. Ja, dann machen wir an der Stelle erstmal einen Break.